Hallo meine Lieben, unsere erste Weihnachtskollektion ist online gegangen und ich möchte sie euch heute vorstellen in diesem Video. Und zwar heißt die Kollektion Ein Briefchen voller Grüße. Und wir starten auch gleich mit dem süßen Briefumschlag. Das ist eine Stanzform, sind verschiedene Teilchen und so sieht das Ganze zusammengebaut aus. Ich habe hier auch schon ein neues Papier verwendet und das zeige ich euch auch gleich. Wir haben wunderschöne neue Papiere mit etwas kühleren Farben dieses Jahr, aber einfach zauberhaft. So sieht der Umschlag aus, wenn er ausgestanzt ist und dann habt ihr noch ein ganz süßes Teil zum Einstecken. Ganz niedlich mit so einer griffelten Kante oben und so wird das Ganze ganz einfach zusammengebaut. Ihr klebt das natürlich noch zusammen. Und fertig ist der Briefumschlag. Ich habe hier auch noch einen kleinen Briefumschlag, der gehört auch dazu. Den könnt ihr hier auf dem großen Briefumschlag ergänzen oder auch einzeln in euren Projekten verwenden. Wir starten als nächstes mit dem neuen Papier. Und zwar heißt dieses Papier Vintage Effekt. Ein ganz neues, zauberhaftes Papier. Wir haben hier verschiedene Farben. Und zwar, wir haben ein Vintage Effekt Nebelgrau. Wir haben ein Effekt Himmel. Ein Vintage Effekt Eisblau. Ein Vintage-Effekt Gold. Ganz, ganz zauberhaft, wie so kleine Schneeflocken am Rand und wunderschön für den Hintergrund gedacht. Wir haben noch ein Staubblau, ein Rauchblau und ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe. Auf jeden Fall. Sehr, sehr viele verschiedene wunderschöne winterliche Töne für alle eure Projekte. Schaut einfach im Shop unter der Rubrik Neu. Dort findet ihr diesen zauberhaften Farbkarton und noch jede Menge mehr. Ich werde in den nächsten Videos mit euch mit dieser neuen Kollektion hier einige Beispiele basteln. Nur als kleinen Vorgeschmack werden wir diese Briefumschläge füllen. Und nun zeige ich euch mal, was es alles gibt für dieses kleine Briefchen, was ihr da alles reinfüllen könnt. Wir starten mit den Weihnachtssteckern und da habt ihr ganz, ganz viele verschiedene. Ich habe die für euch hier mal ausgestanzt. Ihr habt einen kleinen Weihnachtsmann, der hält ein Schild hoch, da steht drauf Frohes Fest. Das ist der Weihnachtspoststecker. Ihr habt zwei Schokoladenweihnachtsmänner. Ihr habt dieses bezaubernde Engelchen. Das ist der Engelstecker. Ihr habt zwei Keramikengel. Hier fehlt jetzt noch einer, der ist etwas größer. Dann habt ihr die Weihnachtsstecker, Weihnachtspoststecker. Ihr habt den schönen Sternenzweig, den habe ich hier in Gold ausgestanzt. Ihr habt einmal die Weihnachtspost und so könnte das Ganze aussehen. Die Engelchen habe ich hier mit den ganzen Tambi-Farben koloriert und auch das Bäumchen und unseren Sternenstab im Hintergrund aus den Stanzformen Weihnachtsstecker in Gold sowie den Sternenzweig auch in Gold. Hier habe ich noch ein weiteres Beispiel mit dem kleinen Briefumschlag gemacht. Hier habe ich einfach den Stecker abgeschnitten und habe den kleinen Weihnachtsmann in den kleinen Briefumschlag gesteckt. Im Hintergrund seht ihr die Bärenzweige und Äste, die ihr auch im Shop bekommt. Und das Geschenk habe ich da noch mit reingesteckt. Und so sehen die Briefchen auf einer Karte aus. Also so könnte es aussehen mit einem selbstgestalteten Hintergrund. Und hier seht ihr auch gleich mal, wenn ihr diesen Einleger reinmacht, wenn der etwas dunkler ist, wie die Briefchen dann aussehen. Also ganz zauberhafte, wunderschöne Weihnachtsgrüße könnt ihr hier verschicken mit diesen ganzen Steckern, die ihr ab sofort im Onlineshop findet. Weiter geht's mit den Silvestersteckern.
Wir können natürlich mit diesen Briefumschlägen wunderschöne Silvestergrüße verschicken. Und hier haben wir auch einiges zu bieten. Wir haben eine Sektflasche mit zwei Gläsern, ein Glücksschwein, einmal das Klee-Trio. Wir haben zwei Schornsteinfeger. Der eine hat noch ein kleines Schild, das kann man ihm noch in die Hand geben, oder einen kleinen Klee. Wir haben die zwei wunderschönen Wunderkerzen auf der linken Seite oder ein Happy New Year, das kann man auch noch mit reinstecken, oder diese zwei absolut schönen Girlanden oder wie nennt man das, Papierschlangen, die sind bei den Stanzformen Silvestersteckern dabei. Damit könnt ihr auch wunderschöne Briefumschläge zaubern, wie zum Beispiel diesen hier. Der ist noch nicht aufgeklebt, aber ich zeige euch gleich mal, wie das auf einer Karte aussehen würde. Hier habe ich die kleinen Papierschlangen auch noch hinter dem Briefumschlag gesteckt. Und es gibt auch ein zauberhaftes Stempelset für diese ganze Weihnachtskollektion. Das habe ich leider noch nicht da, aber das werdet ihr in den nächsten Videos im Einsatz sehen. Ja, ihr Lieben, und das war noch nicht alles, denn ihr könnt auch noch Geburtstagsgrüße, Jubiläumsgrüße und so weiter verschicken. Und zwar mit diesen Zahlensteckern. Die gehören natürlich auch noch dazu. Hier findet ihr alle Zahlen, die ihr untereinander kombinieren könnt. Seien es jetzt runde Geburtstage, wie zum Beispiel ein 50. Geburtstag, oder seien es Neujahrsgrüße für 2025. Also hier habt ihr auch eine Menge Möglichkeiten. Das Ganze kann man natürlich auch in Gold ausstanzen oder selber kolorieren. Zu den Geburtstagsgrüßen gehören natürlich weitere Stecker. Und zwar seht ihr hier das Tulpentrio, dann einen kleinen Stecker für dich. Wir haben einen Herzchenstecker, einen Schleifchenstecker, ein Happy Birthday. Rechts die Blume, oben ist ein Allium. Und unten habt ihr die wunderschönen Anemonen. Und hier seht ihr schon mal, was ich da draus gebastelt habe. Ganz, ganz bezaubernd. Wunderschöne Grüße könnt ihr hier an eure Lieben verschicken. Und auch hier lege ich es nochmal auf einen Briefumschlag, wenn ihr das dann dort festklebt und mit dem Stempelset, was dazu gehört, ergänzt. Wie ein kleines Briefchen. Also ihr Lieben, ihr seht, es gibt jede Menge tolle Sachen, um diese kleinen Briefchen zu füllen. Und ich denke, es ist für jeden was dabei. Und ihr könnt diese Briefchen das ganze Jahr über verwenden. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick geben können in unsere neue Weihnachtskollektion. Hier sind nochmal meine Beispiele. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei, wenn wir in den nächsten Videos zusammen einige Beispiele basteln. Bis dahin, alles Liebe!